Der deutsche Entwickler Jager released das Spiel The Cycle Frontier am 8. Juni 2022. Ja, wir dürfen wieder auf Fortuna landen. Am 8. Juni ist es soweit. Das ist übrigens ein Mittwoch und wir freuen uns mega. Wenn man sich das Release-Datum genauer anschaut, stellen wir fest, dass es sich um ein Pre-Release handelt, das heißt um eine Vor-Season. Das Spiel wird in der Zeit komplett spielbar sein, das heißt, wir können die Händler leveln, wir können PvP, PvE, wir können den Dungeon erkunden, also ist alles spielbar. Wobei die Entwickler diese ersten zwei Wochen nutzen werden, um noch weitere Optimierungen vorzunehmen. Nach dieser zweiwöchigen Pre-Season-Phase startet das Game in den eigentlichen Release in die Season 1. Zwischen Pre-Season und Season 1 wird es allerdings keinen Vibe geben. Das heißt, im Grunde genommen ist euer ganzer Progress bereits Content für die Season 1. Wir können uns also für den eigentlichen Release auf einige neue Features freuen. Da will ich nur mal nennen den Battle Pass, der dann released wird. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Überraschungen, die uns dann zum eigentlichen Release erwarten. Und finde es toll, dass wir keine Unterbrechung unseres Progresses kriegen zwischen der Preseason und der Season 1. Das heißt, dass diese erste Season die einzige Season sein wird, in der wir sozusagen nicht von Null anfangen, sondern bereits mit zweiwöchigem Progress starten werden. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das dann wiederum auf diese erste Season auswirkt. Und zwar nicht nur auf den Battle Pass, sondern auf alle Dinge, die Jager Games hier für uns in der ersten Season geplant hat. Ich werde also am Ball bleiben und ganz genau hinhören, was Jager für uns plant und welche Neuigkeiten die nächsten Tage noch auf uns zukommen werden. Zum Beispiel die Tatsache, dass man den Dungeon nur freischaltet, indem man die Osiris-Kampagne komplett durchspielt, also dass man den Fokus setzt auf Osiris, was für uns jetzt keine Veränderung darstellt, weil wir Osiris sowieso fokussieren wollen. Ihr erinnert euch an den Guide, wo ich gesagt habe, es ist super wichtig, zuerst Osiris freizuschalten, wegen den Spritzen, wegen den Waffen und jetzt auch noch wegen dem Dungeon. Und das sind so Infos, die schnell untergehen können. Und da bleibe ich auf jeden Fall am Ball und versorge euch mit den nötigen Informationen. Das macht mir nämlich mega Spaß. Punkt hier sind zum Beispiel die Tierlisten, die wir aktuell halten werden. Die ganzen Tools, die jetzt mehr und mehr rauskommen. Die Karten, die wir gesehen haben, die immer verfeinert werden. Und natürlich Guides zu den Quests, zu den Waffen, zu den neuen Maps, zu dem Battle Pass, zu dem Dschungel und vielleicht auch zu dem Geld. Diejenigen, die sich immer noch sorgen, ja, was mache ich eigentlich, wenn ich kein Geld habe? Das haben wir immer noch, dieses Feedback. Also all solche Dinge, da werde ich natürlich weiterhin Content machen. Freue ich mich sehr, 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 sehr drauf. Also, das Warten hat bald ein Ende. Leute, wir sehen uns auf Fortuna in The Cycle Frontier.